Hallo, ich bin Jan von Rebeam und zeige euch, wie man einen PC oder Laptop mit einem Beamer verbindet. Da beide unsere Testgeräte über einen digitalen Anschluss verfügen, nämlich den HDMI-Anschluss, nehme ich natürlich ein HDMI-Kabel und schließe beide Geräte über HDMI an. Verfügt eins der Geräte nur über einen analogen Anschluss, benutze ich natürlich den. Wie in diesem Beispiel ist es der VGA-Anschluss. Wenn man seinen PC oder seinen Laptop mit einem Beamer verbindet, sollte man darauf achten, dass das Signal auch aus dem PC ausgespielt wird. Hierfür muss man häufig eine Tastenkombination auf dem Laptop drücken. Das ist oft STRG und F4 oder F5. Es ist aber gekennzeichnet auf der Tastatur. Wenn ihr all diese Tipps befolgt habt, sollte der Beamer jetzt ein Bild projizieren. Wenn immer noch kein Bild auf den Beamer kommt, könnte es noch sein, dass die Auflösung vom PC oder Laptop zu hoch eingestellt ist und der Beamer die nicht verarbeiten kann. Das solltet ihr nochmal überprüfen und sonst könnte es immer noch an dem Kabel liegen. Aber das wären die Tipps.